In diesem Sinne, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Herzlich willkommen bei Feel Good Fishing. Ich bin der Philipp und es freut mich sehr, dass du heute wieder hier mit dabei bist. Ich bin gerade dabei, meine Kaizen Greens fertig zu machen. Da kommen heute zwei ins Spiel, zwei Kaizen Greens. Die habe ich mit einer 40 Mono und schön Leadcore noch vorgeschalten. Schlagschnur, 66er Schlagschnur. Warum so grob, warum so fest hier? Wir sind in einem Altdamm unterwegs. In einem Altdamm, wo ganz viel Holz im Wasser ist. Ein paar Muschelbänke auch vorhanden sind. Und damit da nichts passiert, gehe ich hier ziemlich robust und fest ins Spiel. War hier schon lange und oft mit diesem Setup am Wasser. Hat immer gut funktioniert. Und da bin ich heute auch guter Dinge, dass es wieder so gut funktioniert. Ich bin nicht alleine. Ich habe meine Hündin, die Anna, mit am Start. Die wird mich heute bei dieser schnellen Nacht am Altdamm begleiten. Wir haben rund 24 Stunden Zeit, um einen schönen Flusskarpfen zu überlisten. Wie gesagt, die Anna ist mit am Start und meine Hündin, wir waren gerade spazieren. Jetzt gibt es gleich Abendessen für sie. Ich werde die Routen ready machen und dann später noch die EM-Eröffnung und das EM-Eröffnungsspiel anschauen. Das spielt heute. Heute ist es der 14. Juni. Dementsprechend wisst ihr schon, wie das Spiel ausgegangen ist. Ich weiß es noch nicht, ich werde es mir heute anschauen am Abend. Davor aber noch die Routen ready machen. Mit drei Routen darf ich hier fischen. Ich werde zwei ins Tiefere legen, eine Route an den Schilfgürtel legen, bei 20-30 cm Wassertiefe. Ich fische mit Snowman und zwei Waftern heute. Zeige ich aber ganz genau, wie ich hier vorgehe. In Kürze, ich werde die GoPro aufsetzen, wenn ich dann die Routen auslege und werde jetzt mal die Routen fertig machen. Das Zelt steht schon. Jetzt heißt es, von Insekten fressen lassen, weil die hohe Luftfeuchtigkeit, die wir jetzt haben, die lockt natürlich die ganzen Insekten auch raus. Wir hatten die letzten zwei Wochen auch Hochwasser hier. Die Au war komplett unter Wasser. Das Wasser geht jetzt zurück. Und jetzt ist meine Hoffnung, dass die Karpfen auch wieder zu fressen beginnen. Und diese Phase möchte ich mitnehmen. Mitte Juni. Der Großteil der Karpfen, wenn nicht sogar alle, sollten schon ausgeleicht haben. Da bin ich ziemlich optimistisch. Wobei ich das auch, ja, kann man nie so wissen. So Hochwasser könnte auch sein, dass die Karpfen vielleicht pausiert haben mit dem Laichspiel aufgrund des Hochwassers. Mal schauen, was der heutige Nacht bringt. Vielen Dank fürs Wiedereinschalten, vielen Dank fürs Dabeisein. Ich bin sehr motiviert, Diana auch. Die freut sich am meisten auf ihr Abendessen. Und ich mache jetzt die Routen ready. Kann schon gar nicht mehr reden. Bin mir richtig hyped. Eine Nacht wieder schnell am Wasser. Und ihr seid dabei. Viel Spaß mit dem Video. Let's go, Anna. Willst du noch was sagen? Möchtest du noch was sagen? Nein. Okay, passt. Sie verpisst sich. Gutes Gespräch. Bis gleich, Leute. Jetzt heißt Vollgas. Kommt die nächste Route raus. Jetzt müssen wir mal durchwarten. Wie gehen wir hier vor? Ganz einfach, 1 Meter Leadcore auf die Schlagschnur. Dann habe ich 170 Gramm Blei und dann mein Blowback Rig mit steifem Vorfachmaterial und vorne ganz kleines Stück weiches Vorfachmaterial. Snowman und der bringt hoffentlich den Fisch. Eine Route liegt schon geradeaus beim Busch. Die zweite werden wir jetzt eher rechts davon legen. Und batz, die liegt sehr gut. Ich habe den harten Boden gespürt. Die bleibt auch gleich liegen. Noch kurz anheben. Und batz, die liegt gut. Die bleibt da liegen. Und jetzt marschieren wir noch zurück, lassen die Schnur noch absinken. Zack, wunderbar. Und jetzt langsam zurückmarschieren. Finger
auf die Spule. Kann kontrolliert Schnur genommen werden. So, und die legen wir auch wieder ab. Zack, zack, zack. So, die kommt hier auf die Zerrbar. So, jetzt noch ein paar Boilies draufsticken. Und dann passt es. Ich orientiere mich da immer, wie gesagt, an zum Beispiel Bäumen. Und dann weiß ich, okay, in die Richtung hier liegt sie. Wow, die Frösche geben Vollgas. Yeah! Die Frösche gönnen sich. Nice. Und dann entlang dieser Marker weiß ich, wohin ich werfen soll. Das geht sehr gut. Zack. Nichts viele, nur ein paar Hände voll. Wir wollen nicht überfüttern. Versucht jetzt besonders vorsichtig und leise hinzuwarten, damit ich Fische nicht spooke. Und dann zeige ich euch gleich, wo ich hier mir einen Platz ausgedacht habe. Und zwar ist hier so der Schilfgürtel. Und hier rechts ist eine kleine Bucht. Und da würde ich sie sehr gerne reinlegen. Mit ein paar Boilies drauf. Und dann schauen, was passiert. Hier ist sehr schottiger Boden. Und hier würde ich sie hinlegen. Mit dem Warf da drauf. Und zwar genau hier hin. Sehr gut. Ein paar Boilies drauf. Schön verstreuen noch. Hier ein bisschen auch noch vor das Schilf. Sehr gut, das war's. Jetzt marschen wir retour mit der Route und schauen, was passiert. Die Routen liegen und jetzt heißt es abwarten und Fußball schauen. Wie gesagt, heute spielt Deutschland in genau 30 Minuten das Anpfiff und dann sehen wir uns hoffentlich vor der Matte oder spätestens morgen früh dann. Und ja, hier ist wieder einer gesprungen. Ich bin guter Dinge. Oh, schau, meine Haare, Katastrophe. Das ist Katastrophe, aber wir sind nicht da, um schön zu sein, sondern wir sind da, um zu angeln und um geile Fische zu fangen. In diesem Sinn, bis später, oder Mathe. Da ist der erste Fisch. Ein richtig langes Teil. Richtig langer Torpedo-Schuppi. Ich stelle jetzt oben schön die Schwanzflosse auf. Die Rückenflosse, sorry. Richtig schönes langes Teil. Nicht der größte, aber hier im Altdorm zählt jeder Fisch. Ein richtig schöner Fisch. Gefällt mir. Ich war überrascht, wie lang der ist.
Richtig langes Teil. Richtig geil. Geiler Schuppi. In den zweiten Schuppi gelandet mit 3 bis 4 Kilo, ein kleiner Schuppi, der kam sofort wieder frei und jetzt heißt es Hakenköder größer machen und dann wieder schlafen gehen, nachsticken, ein paar Boilies nachsticken, jetzt kurz nach 2, da kann sicher noch was kommen, aber Snowman ist mir jetzt zu klein, ich möchte jetzt größer werden, damit auch die Fische größer werden, hoffentlich. Also, weiter geht's, zweiter Fisch und jetzt werden wir größer. Einen wunderschönen guten Morgen, aktuell 9 Uhr, die Nacht ist vorbei. Ich hatte 2 Fische in der Nacht, den ersten, den habt ihr gesehen, der kam so gegen 23 Uhr, hat gebissen auf Snowman, war ein super schöner, langer Schuppi, nicht der größte, kein Riese, aber hier im Altbaum zählt einfach jeder Fisch. Das ist ein Naturgewässer mit sehr, sehr viel Hektar Wasserfläche und da freue ich mich natürlich über jeden Fisch. Ich hatte dann noch einen Fisch um kurz nach 2 Uhr in der Früh, 2.10 Uhr, denke ich, war es. Und das war ein 3 Kilo Schuppi, ein kleinerer, der ging sofort wieder raus. Den habe ich euch nicht abgefilmt, den Run habe ich euch gezeigt, aber der Fisch selbst ging sofort raus. Jetzt werde ich schon langsam zusammenpacken. Die Ruten liegen noch. Das heißt, Hoffnung auf Einpackfisch ist immer noch. Und der Einpackfisch, wenn der das Memo bekommt, dann kommt er auch. Hat mich jetzt bei den letzten Sessions eher im Stich gelassen, aber ich bin ja immer noch optimistisch, vielleicht geht da was. Wenn das geht, dann natürlich wird die Kamera eingeschaltet und ihr werdet es sehen. Der zweite Schuppi kam auch auf Snowman. Ich habe dann nach dem zweiten Schuppi die Ködergröße erhöht und bin auf allen drei Routen auf Wafter umgestiegen. 26 mm Wafter und dann war es auch ruhig mit dem Bissen. Ich denke, dass hier viele kleine am Platz sind. Werde das nächste Mal größere Boilies füttern im Vorfeld. Ich habe zwischen 20 und 25 mm gefüttert. Vielleicht gehe ich sogar noch weiter rauf und fütter größere Boilies und lasse auch die Pellets weg, damit wir hier wirklich die kleinen Fische gar nicht erstmal anlocken. Aber ja, ich werde mir noch was überlegen. Ich werde mir auch überlegen, was wir beim nächsten Video machen. Vielleicht wieder an die Donau gehen, vielleicht an einen ganz kleinen losgehen. Ich habe so ein paar Ideen im Kopf, habe generell ganz große Ideen im Kopf, was wir in diesem Jahr noch machen. Wir werden nämlich noch ins Ausland gehen, auf ganz große, bekannte Fische angeln und wir werden noch einige Auslandsreisen dieses Jahr machen. Ich freue mich, ich bin motiviert. Wenn ihr nichts verpassen wollt, einfach jetzt hier an dieser Stelle den Kanal abonnieren. Zeigt mir, dass ihr mehr Videos von mir wollt, dass ihr das supportet, was ich mache. Lasst mir in den Kommentaren wissen, wie euch die Session gefallen hat. Eine kurze Session am Wasser mit Hund, nicht viel Aufwand, nicht viel Trara, einfach mal probieren, was geht. Und ja, einfach mal reinschreiben, wie euch das Video gefallen hat. Würde mich interessieren. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Ciao, ciao. Und kurzer Nachtrag, Gratulation an Deutschland, ans Nationalteam. Gestern 5-1 gewonnen, unfassbares Match. Die Internetverbindung hier hat mich leider im Stich gelassen. Ich habe es leider nicht live schauen können, das Match. Aber am Wasser sein bevorzuge ich dann trotzdem immer noch. In diesem Sinne, geht's raus. Wenn ihr Glück habt, habt ihr eine gute Internetverbindung, könnt ihr das Match am Wasser schauen. Wenn nicht, auch egal. Dann draußen sein, am Wasser sein, die Frösche hören, die Insekten spüren. Das ist Leben. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.